Lisa Weiss, Sie sind heute mit Essen hier in Belgien, ein Freundschaftsspiel gegen Standard Lüttich. Wie ist das gelaufen heute? Ja, ganz gut, glaube ich. Also wir haben 3-1 gewonnen und wir sind noch nicht ganz da, wo wir hinwollen, aber für das letzte Vorbereitungsspiel war es ganz ordentlich. Und ist ja auch ein Champions-League-Gegner von Frankfurt und wir haben gesehen, dass wir da auch mithalten können und von daher sind wir relativ zufrieden. Ja. Die neue Saison für Essen, es gibt viele junge Spielerinnen. Wie sehen Sie das, das Saison? Ja, wir haben wie immer eine junge Mannschaft und ich habe das Gefühl, wir werden von Jahr zu Jahr noch jünger und ich bin mit 27 die Zweitälteste, aber ich fühle mich trotzdem wohl im Team und die jungen Talente, die sind auf jeden Fall, können uns auch weiterbringen. Wir sind halt ein Ausbildungsverein, das hat der Trainer so ausgegeben und der Verein und das ist eine Philosophie, die verfolgen wir und es bekommt uns ganz gut. Ja. Nächste Woche beginnt die Bundesliga. Sie haben ersten Spieltag gegen die Champions League-Sieger gegen Frankfurt. Wie sehen Sie das? Das ist nicht einfach. Nö, ist nicht einfach. Gegen Frankfurt ist es nie einfach, aber in Frankfurt spielen wir eigentlich mal recht ordentlich. Also in den letzten Jahren haben sie vielleicht ein bisschen Angst vor uns gehabt, aber wir müssen erstmal reinkommen und klar, so ein schwerer Gegner zum Anfang ist nie gut, aber da weiß man dann direkt, wo man steht und was man noch verbessern muss und ich freue mich darauf, dass es endlich losgeht, dass es wieder um Punkte geht und mal gucken, was in Frankfurt möglich ist. Ja, und dann die Woche danach kommt schon Sand, das ist ein bisschen besser, denke ich. Ja, mal schauen, die haben sich ja auch gut verstärkt und haben, glaube ich, einen neuen Trainer jetzt inzwischen und das sind Gegner, mit denen sind wir wahrscheinlich auf Augenhöhe oder eigentlich wahrscheinlich noch besser, ich hoffe es. Aber Sand ist so auf unserer ich werde gerade abgelenkt auf unserer Augenhöhe und das sind Gegner, an denen müssen wir uns auch messen und Frankfurt ist ja nicht nur finanziell, sondern wahrscheinlich auch spielerisch eine Klasse vielleicht über uns und von daher, aber wir schauen mal, wo die Reise hingeht und dann mal gucken. Ja. Und Bayern München war die Meister letzte Saison, Wolfsburg hat die Pokal geholt. Wie wird das diese Saison? Dieselbe Favoriten, oder? Ich hoffe, genauso spannend. Also es war für die Bundesliga auf jeden Fall endlich mal wieder ein Jahr, wo nicht der Meister schon 4-5 Spieltage vorher feststand, sondern bis zum Schluss war es wirklich spannend. Wir haben München quasi zum Meister gemacht, auch wenn wir verloren haben. Aber es ist für die Bundesliga, denke ich, ganz gut, dass das alles ein bisschen aufgeteilt war, Pokal und DFB-Pokal. Die Meisterschaft auch aufgeteilt war oder beziehungsweise die Titel aufgeteilt waren und das zeigt, dass das Niveau immer besser wird und auch die anderen Vereine unten aufrücken und ich hoffe, dass wir da irgendwann auch mal anklopfen können mit so einem jungen Verein oder einer jungen Mannschaft. Ist das schwierig, aber wir geben unser Bestes und vielleicht können wir oben mal dabei sein. Okay, Dankeschön, viel Spaß und viel Glück die Saison. Dankeschön. Danke.